Jo, weiter geht es mit meinem absoluten Lieblingsspiel, das gar nicht ruckelt und gar keine Fehler hat. Homefront. Ja, wir sind hier wieder unten in der Basis, in der Heimat und wir müssen zu Parrish. Mal sehen, was der alte Säufer will. Das muss alles raus, Jack. Wie sollen wir den Leuten helfen, wenn hier überall Raketen herumliegen? Weißt du, Doc, ich habe das Gefühl, dass du irgendwie angepisst bist. Aber ich weiß nicht genau, wieso. Reiz mich nicht, Jack. Das kommt gerade nicht gut. Pass auf, wir besorgen dir ein paar Vorräte. Scheiße, ich besorg dir sogar diese verdammte Röntgenmaschine. Wir besorgen sie, bauen sie um und schließen sie an den Generator an. Keine Angst, die Waffen werden nicht lange in den Kliniken bleiben, sondern gleich an die richtigen Leute verteilt. Gewalt erzeugt nur noch mehr Gewalt. Das ist eine Revolution, Doc, ein Krieg. Für ein paar Dinge muss man kämpfen. Brady weiß das. Er hat allein mit einem Goliath aufgenommen und dessen Gehirn rausgeholt. Jetzt bist ein Held, Kleiner. Was ist los, Dana? Wo warst du? Hab ein paar verletzte Norks erwischt und sie verhört. Und wie lief's? Ich sprech kein Koreanisch. Aber ich schick denen eine universelle Botschaft. Was heißt das? Was tust du denen an? Parrish, schalt Nork TV ein. Das wird dir gefallen. Hallo und willkommen bei KAC. In ganz Amerika feiern die Menschen die Ergreifung des Terroristenanführers Benjamin Walker hier in Philadelphia. Heute wurde verkündet, dass Walker noch in diesem Monat in der Hall of Justice der Prozess gemacht wird. Wir können nur Glaubst du diesen Scheiß? Glaubst du diesen Scheiß? Wir suchen schon die ganze Zeit verzweifelt nach ihm. Und die sagen uns live im Fernsehen, wo er ist. Hall of Justice? Die heißt Independence Hall für mich. Endlich können wir etwas tun und müssen nicht mehr auf unseren Ärschen herumsitzen. Hey, wir retten Walker vor dieser Verhandlung und er wird die Revolution so richtig anheizen. Retten? Einfach so. Ich kenne den Ort. Das ist die reinste Festung. Da muss bei dir was nicht ganz dicht sein, Burnett. Dein ganzer Optimismus rinnt dir durch die Hose. Ja, der Doc hat recht, das wird sicher schwer. Aber das Leben ist leider kein Ponyhof. Wir brauchen nur ein Ablenkungsmanöver, dann holen wir ihn da raus. Ich mag Walker, aber lohnt das Risiko für einen Mann? Doc, du verstehst das nicht. Die Leute wollen sich erheben, sie wissen es nur noch nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihnen sagen, aber mir fehlen die Worte. Doch Walker nicht. Er weiß, wie man Leute erreicht, wie man ihnen zu verstehen gibt, dass ihnen nur ihre Angst im Weg steht. Sobald sie das verstehen, kann sie nichts aufhalten. Deine Revolution wird zu einem Blutbad. Glaubst du, man kann das noch friedlich lösen? Hör mal, dank Brady halten wir endlich ein Goliath-Hirn in den Händen. Wir stehlen einen Goliath und setzen ihm das Hirn ein. Und der wird für uns dann den Weg freimachen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und dann dürfen mal die anderen ein paar Arschtritte verteilen. Was? Die Verhandlung beginnt bald. Wir sollten endlich loslegen. Brady, bring das Gehirn zu Heather, unserer besten Ingenieurin. Sie wird rausfinden, wie das funktioniert. Heathers Labor ist in Ashgate, doch der Bezirk ist abgesperrt. Wir werden dich mittels Crawford einschleusen. Er ist ein Collaborator und auch nicht, wenn du verstehst. Er soll sich mit ihren Holloway treffen und etwas planen. Der Tunnel nach Holloway ist die Plattform runter und Stufen hoch. Viel Glück. Verbinde mich bitte mit Heather. Ich muss Crawford eine Nachricht schicken. Nach Holloway geht's hier entlang, Brady. Na, hier drüben. Ich bin wirklich froh, dass du bei uns bist, Brady. Wenn ich sehe, was du so drauf hast, denke ich, dass wir wirklich eine Chance haben könnten. Meine Stimme sollte das Volk führen. Pass auf dich auf, okay? Ich würde all die wunderschönen Blondinen retten. Ich würde dich retten. Ich stelle gerade ein dich nicht. Wir kennen diese Stadt besser als die Norks. Wir sitzen am längeren Hebel. Du hast einen tollen Ausschnitt. Gesicht geht in Ordnung, du wirst gerettet. Haben wir heute mal Glück, was? Wirst nicht gerettet, du bist Müll. Hier ist der Holloway-Tunnel, Brady. Pass da draußen auf dich auf. Du hast ja noch ein bisschen Gesicht im Make-up. Wirst definitiv nicht gerettet. Das Vorräte beschafft. Also du wirst gerettet. Gut, jetzt hätten wir das geklärt. Wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird, gehen wir an die Arbeit. Brady, ich habe Crawford erreicht. Er hat einen Arbeitstrupp in Holloway beaufsichtigt, weshalb er sich mit dir treffen kann. Ich habe ihm gesagt, er soll dich nach Ashgate bringen. Du siehst dir also besser an, was er für einen Plan hat. Kümmere dich einfach um dieses Gehirn, okay? Viel Glück. Mache ich, kein Problem. Erstmal schön hier abrockeln. Haben wir heute mal Glück, was? Hey Brady, dieser Crawford wartet oben auf dich. Wir kennen diese Stadt besser als die Norks. Wir sitzen am längeren Hebel. Okay, Britney Spears. Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig, Britney, ganz ruhig. Ach, Mann.
Ich brauche etwas Schlaf. Hier drüben ist eine Couch. Oh, warte mal, hier nehme ich noch ein paar Sachen mit. So. Warum drückt der Mann sich eigentlich immer das Gesicht ins Handy? Hält man so ein Handy? Oder ein Smartphone? Reiß dich zusammen. Komm schon. Man drückt doch nicht sein Gesicht rein. So, oh, ich habe eine Nachricht bekommen. Erstmal das Telefon ins Gesicht drücken. Hab gehört, dass du einen Goliath ausgeschaltet hast, Brady. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt nicht viele, die sowas könnten. Nur ich kann sowas, denn ich bin Tom fucking Brady. Bleib stark, Junge. Okay, ich hab Geld. Ich hab jede Menge Geld. Ich will ein bisschen was pimpen gehen. Mündungsbremse. Schalldämpfer. Oh, den hätte ich gerne. So, was haben wir hier? Handgriff. Und ich hole mir hier noch einen Reflex. Die Flaschen gehen uns langsam aus. Wir brauchen neue. Wer hat Lust? Boah, was ich hier alles bauen kann. Ich sollte sie einfach um ein Date bitten. Was habe ich schon zu verlieren? Den Flammenwerfer. Boah, ich habe Punkte ohne Ende. Ich nehme ihn mal mit. Und ich hätte ganz gerne die vollautomatische Schrotflinte. So. Dann nehme ich hier noch die Shotgun mit. Ah ne, wir behalten die Armbrust. Alles klar. Dann schauen wir mal rein. Die Flaschen gehen uns langsam aus. Wir brauchen neue. Wer hat Lust? Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, einer Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Was habe ich jetzt hier? Wir brauchen größere Luftdruck. Ich will die Standardpistole. Ich liebe die Standardpistole hier in dem Spiel. Forrest macht das Beste aus dem. Schallgedämpft? Die meisten von uns haben vor die. Hier können wir leider nichts machen. Jetzt habe ich die endlich schallgedämpft. Weil ich muss sagen, die Standardpistole ist wirklich fucking nice. Noch irgendwas zum Mitnehmen hier? Nö. Gut, dann ganz schnell hier, zack. Du bist also Brady, der Goldjunge von Parrish. Ich bin Crawford. Dies ist ein Sperrgebiet. Unbefugtes Personal wird als möglich... Parrish hat gesagt, er braucht dich in Ashgate. Keine leichte Aufgabe, nicht einmal für mich. Wie du siehst, bin ich ein Liaison-Offizier, ein Collaborator oder CLAP, wie ihr das nennt. Aber ich gehöre schon von Anfang an zum Widerstand. Also, ich habe gewisse Zugangsrechte, aber ich kann mit dir nicht einfach durch den Checkpoint gehen. Nein, ich habe da eine andere Idee. Pass auf. Die Monorail. Wir werden damit nach Ashgate fahren. Natürlich ist das nicht ganz so einfach. Die Züge fahren durch Scanner, die unautorisierte Insassen erkennen. Aber ich habe einen Plan, um ihre Systeme zu täuschen. Wenn du dein Smartphone nahe genug zum Zug bringen kannst, können wir ihn vielleicht vorübergehend mit einem Hackgerät ausschalten, das Handshake-Protokoll der Software analysieren und... Ach, das ist sehr technisch. Darüber brauchst du dir keine Gedanken machen. Besorg einfach die Daten, wir kümmern uns um den Rest. Ich will nicht, dass du an der Ashgate-Linie rumfuschst, falls sie die Sicherheit erhöhen, aber es gibt noch eine Monorail nach Fur Hill, also geh dorthin. Ich bleib hier und stimme mich mit den Programmierern des Widerstands ab. Ich melde mich, wenn du dort ankommst. Okay, und noch einen ganzen Batzen Geld bekommen. Dankeschön, Bro. Ein bisschen Taschengeld ist immer nett. Parrish bestand darauf, dass du nach Ashgate kommst. Ich schlage vor, du beeilst dich. Alter, wie komme ich hier runter? Dude. Einfach springen. Oh Gott, das ist ziemlich hoch. Wir haben ein paar Trojaner, die wir in die Systeme des Scanners hochladen können. Ah, hier. Aber wir brauchen die Interface-Protokolle der Monorail. Da kommst du ins Spiel, Brady. Ja, ja, keine Panik. Ich kümmere mich drum. Jetzt erstmal hier hin. Neues Gebiet. Wir sollten erstmal hier ein bisschen was freiräumen. Wir gehen hier drüben hin. Wir sind hier in der roten Zone, bedeutet,
Jeder Gegner greift mich hier direkt an, wenn er mich sieht. Ein bisschen Loot. Vorsicht, Alter, Vorsicht. Ich brauch dich hier. Was kann man hier eigentlich noch modifizieren? Jaha! Genau so einen Scheiß brauche ich jetzt. Perfekt. Einfach nur perfekt. Ein Schlüsselring. Für meine Eier. Ja, 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 keine Panik, Crawford. Der ist ja richtig sensibel, der Mann. Ich check nur hier die Gegend. Alter, jetzt bin ich mega OP. Erstmal hier hin. Ich habe ein Medikit. Fuck, ich hätte Medikits holen sollen. Gott, haben die hier viele Drohnen. Unglaublich. What the... Habe ich ihn eben gerade nicht getroffen? Oh, jetzt kommen die Drohnen. Ja, stirb, Drohne, stirb. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Komm schon, verpiss dich. Ah, die Pistole ist wirklich fucking nice. Och nee, ein Sniper. Deswegen war ich wahrscheinlich fast tot. Der Holloway Einkaufsbezirk war einst das belebteste Einkaufszentrum in der Umgebung. Jetzt ist es ein Stützpunkt der KVA. Der Standort ist von hohem strategischen Wert und würde sich ausgezeichnet für eine Kommandozentrale des Widerstands eignen. Ob ich den treffe? Ich weiß, was du jetzt denkst, Brady, aber es wäre verrückt, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Das habe ich eigentlich gar nicht gedacht. Alter, komm schon. Okay, Reichweite habe ich mit der Armbrust nicht wirklich. Ich brauche unbedingt eine Sniper. Erstmal hier hin. Ein Problem weniger. Shit, Mann, die Armbrust ist zwar nicht schlecht, aber trotzdem. Das gibt es doch nicht. Okay, hier rennt noch einer rum. Neuer Gegner. Egal, er ist tot. Die Armbrust, die geht durch alles. Einer fehlt noch. Ah, eine Drohne. Und irgendein Fahrzeug. Toll. Mega toll. Hier rennt noch einer rum. Und jetzt noch die Drohne und dann bin ich durch. Bisschen Loot. Ich brauche ein bisschen Loot. Yes, sehr schön. Okay, hier komme ich hoch. Scheiß auch auf das Motorrad. Wer kommt denn auf so eine dämliche Idee, mit einem Motorrad da hochzugehen? Nur ein Vollidiot hätte so eine Idee. Wo genau bin ich denn? Ich bin in der Hochburg. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Aber jetzt bin ich drin. Okay, warte, wie nehme ich den Laden hier ein? Deaktiviere das Kühlsystem. Hat mich jemand gesehen? Jemand hat mich gesehen. Aber wer? Ah, Sniper, 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 Sniper! Erstmal hier rum, hier hoch. Das Kühlsystem ist da hinten. Genau auf der anderen Seite.
Toll. Tom Brady Style, oder? Sniper. Ich sehe niemanden. Ich sehe absolut niemanden. Oh. Oh, ich bin tot. Oh, hinter mir ist auch noch einer. Fuck. Auf einmal sind sie da. Und ich habe keine Medikits. Ich war für so eine Operation gar nicht vorbereitet. Vielleicht sprinte ich durch. Oh, shit. War nicht vorbereitet. Boah, die Waffe verzieht auch noch so derbe. Der einzige intelligente Gegner. Und der kämpft natürlich gegen mich. Okay, den hab ich. Keine Ahnung wie, aber ich hab's hinbekommen. Wo ist die Drohne? Ah, fuck. No, ich bin tot, oder? Na, ich hab's überlebt. Der Fallschaden ist gar nicht so schlimm. Okay. Irgendwo hier ist ein Sniper, der visiert mich an. Drohne down. Next, please. Dies ist eine rote Zone. Oh, fuck. Oh, ich bin noch am Leben. Ich bin noch am Leben. Okay, der Schütze ist irgendwo da hinten. Der braucht schon Medikits. Warte. Oh Gott, nein. Hier hin. Ah, der eine sieht mich, der andere ist da oben. Was? Wie kann der mich denn... Wie kann der mich hier anvisieren? Von wo? Okay. Okay, die Shotgun ist richtig gut. Ey, wer trifft mich hier? Schießen die hier durch? Ah, verdammt! Okay, da hinten sehe ich einen. Rückzug. Alter, ich bin hier komplett blind. Gibt's hier ein Medikit? Medikit vielleicht hier drüben? Ein Königreich für ein Medikit. Hab ihn. Oh, nice. Ey, die Shotgun ist ja mega gut. Die ist mega gut. Die Shotgun ist wirklich mega gut. Auch auf Distanz. Dass der Sniper mich auch wirklich von überall sieht. Nehmen wir hier die Pistole in die Hand. Da draußen warten schon die Fahrzeuge. Yes, ich hab ihn. Der andere scheint oben zu sein. Lebensenergie, noch ein bisschen Lebensenergie. Okay, da hinten ist der Sniper. Irgendjemand kommt zu mir. Treff ihn nicht, oder? Er ist immer noch am Leben. Mann! Was für eine Scheißbasis. Ich sehe ihn da hinten. Hab ihn. Vorsicht. Ey, die Ruckler hier, die machen mich wahnsinnig.
Die Ruckler machen mich fertig, Leute. Die killen mich. Ich bin so nah dran. What the? No! Oh Gott. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Brady, wir haben hier ein Problem. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Ohne Scheiß, ich werde mir das Ding jetzt holen. So. Ich gehe da jetzt rein und hol mir den Laden. Wir kennen diese Stadt besser als die Norks. Wir sitzen am längeren Hebel. Okay, ich brauche unbedingt hier ein Zielfernrohr. So. Perfekt. Okay, hier kann ich doch bestimmt was draufklatschen. Mehr kann ich nicht machen bei der hier. Na gut. Besser als gar nichts. Okay. Scheiß drauf, ich hol mir den Laden jetzt. Ich will den haben. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich gehe da rein und hol mir jetzt endlich die fette Kommandobasis. Licht aus. Ich bin da irgendwo hinten rum reingekommen. Na, hier ist die Motorradrampe. Auf die habe ich verzichtet. Freiwillig. Wohlbemerkt freiwillig. Ich hatte die Option. Ich habe aber nein gesagt, weil ich mir dachte, brauchst du nicht. So, jetzt gehe ich hier hin. Hier rum. Hier hoch. Ich bin so nah dran. Ich bin so beschissen nah dran. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Hat das jemand mitbekommen? Da spritzt ganz schön viel Blut raus. Okay, hier drüben rennt einer rum. Boah, wenn ich ihn auf der Karte sehen würde. Nein, 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 verflucht, verflucht, verflucht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich muss den wegholen, die sind schlimm. Die sind mega schlimm. Ist hier jemand drin? Okay, ich muss da oben hin. Ich bin so nah dran, Alter, ich bin so nah dran. Ich versuch's. YOLO. Irgendjemand sieht mich. Bin wieder weg. Der da oben sieht mich. Eine rote Zone. Ha, fuck! Zu jeder Zeit untersagt. Jetzt sehe ich gar nichts. Dreck im Weg. Komm schon. Komm schon. Du hast es fast geschafft, Bruder. Du hast es fast geschafft. Hol den noch weg. Schlitz ihm die Kehle auf. Genau so. Runter, runter, runter. Looten, looten, looten. Yes, Baby. Nein. Ich zieh das durch. Ich zieh das durch. Alter, ich hab's durchgezogen. Sabotage vom Feinsten. Und direkt hier die Hochburg. Direkt die Hochburg eingenommen. So läuft das. Nice. Richtig nice. Strategischen Nutzen für den Widerstand. Gute Arbeit. Gut, Leute. Wir machen hier einen kleinen Cut. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bewertung nicht vergessen. Würde mich freuen. Early Alpha an alle Teams.
Wir haben soeben Informationen erhalten, dass Walker in der Indy Hall festgehalten wird. Großartig. Wir gehen also einfach los und holen uns einen, richtig? So einfach ist das nicht. Der Ort ist komplett abgeriegelt. Man bräuchte einen Panzer, um dort reinzukommen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss!